Ich möchte heute mit euch eine kleine Reise machen zu eurem inneren Kind. Vorab möchte ich sagen, wenn euch das irgendwie unwohl ist, wenn euch unwohl wird, dann macht ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge und geht einfach aus dieser kleinen Reise wieder raus. Wenn ihr Angst bekommt, geht einfach aus dieser Reise wieder raus. Also ich möchte euch jetzt ein bisschen führen, um einen Kontakt aufzubauen zu eurem inneren Kind, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist auf dem Weg zu uns selber. Wir beginnen die kleine Reise. Such dir einen bequemen Ort. Leg dich hin, setz dich hin. Wenn du magst, kannst du dir auch Musik auflegen, eine entspannende Musik. Und entweder schließt du die Augen oder du suchst einen Punkt in deinem Raum, auf den du dich konzentrierst. Also einfach so draufschauen. Aber besser ist es, wenn du die Augen schließt. Dann atme tief ein und aus. Tief ein und ausatmen. Stell dir vor, beim Einatmen tankst du ganz viel lichte, helle Energie. Schau mal, welche Farbe sie hat. Und beim Ausatmen lässt du alles los, was dich belastet. Lass die Gedanken los. Wenn du Schmerzen im Körper hast, lass sie auch einfach gehen, lass sie los. Muss nicht ganz gelingen, aber vielleicht wird es ein bisschen besser. Einfach gib dich dem Moment hin und lass dich bei jedem Atem, bei jedem Ein- und bei jedem Ausatmen tiefer und tiefer in dich selber hineinsinken. Du spürst, wie deine Chakren sich öffnen. Das rote Chakra am Ende des Steißbeins. Wie die rote Energie die Beine hinabströmt. Bis zu den Zehenspitzen. Das orange Chakra öffnet sich im Beckenbereich. Durchflutet dein ganzes Becken. Macht es weit und offen. Dann öffnet sich das gelbe Chakra am Solarplexus, strahlt durch den Bauch hindurch, macht ihn weit und offen. Alles entspannt sich und arbeitet im eigenen gesunden Rhythmus. Atme schön weiter, ein- und ausatmen. Und dann öffnet sich das Herzchakra im Brustbereich, strahlt durch den Brustraum hindurch, macht ihn weit und offen. Dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Die grüne Energie strömt an den Schultergürtel hinauf. Die Arme entlang bis hinab zu den Fingerspitzen. Dann öffnet sich das hellblaue Chakra im Halsbereich, strahlt durch den Hals hindurch, macht ihn weit und offen. Alles fließt von oben nach unten und von unten nach oben. Dann öffnet sich das lila Chakra, das befindet sich zwischen den Augenbrauen. Strahlt durch den Kopf hindurch, macht ihn weit und offen.
Entspann deine Gesichtszüge, die Augenpartie, die Nasenpartie, die Mundpartie, auch dein Kiefer entspannt sich und du kannst es locker fallen lassen. Stell dir jetzt vor, vor deinem geistigen Auge ist eine große weiße Wolke, die öffnet sich und du kannst jetzt alle Gedanken hineinfließen lassen. Die saugt richtig deine Gedanken an, das, was dich wirr macht, was dir permanent Kopfzerbrechen bereitet. Sie saugt alles an. Und die schließt sich dann. Und du kannst dir zusehen, wie sie davonzieht. Dein Kopfinneres, dein Gehirn sitzt ganz locker und leicht und ist offen für neue Erfahrungen. Dann öffnet sich violett am Scheitelpunkt des Kopfes, strahlt weit nach oben, genauso weit wie rot nach unten strahlt. Lass nun das violette Licht wie einen Schutzmantel um dich fließen. Erhüllt dich ganz ein. Du fühlst dich ganz sicher und geborgen. Und so wie du vorher beim Atmen immer tiefer und tiefer in deine Seele abtauchst, zu dir selber kommst, so kommst du jetzt nochmal ein Stück tiefer und tiefer, immer tiefer und tiefer. Bis vor deinem geistigen Auge eine Wiese entsteht. Bis du auf dieser Wiese landest, schau dich um, wie ist die Wiese, was riechst du, was schmeckst du, was fühlst du? Sind da Blumen oder ist die Wiese eher karg? Oder ist es ein Sandstrand am Meer? Kann auch sein. Schau dich einfach um und spür, wie du dich fühlst. Fühlst du dich sicher und geborgen hier an dem Ort? Oder ist es dir fremd? Du kannst jederzeit aus dieser Reise wieder aussteigen durch ein paar tiefe Atemzüge. Aber wenn du dich da wohlfühlst und die Wiese dich neugierig macht, geh ein paar Schritte, schau dich um. Vielleicht findest du einen Platz, wo du dich hinsetzen willst. Schau, was du hörst, was du vielleicht sogar schmeckst, was du riechst. Lass dich ganz auf dieses Erleben deiner Seelenwiese ein. Und atme auch jetzt bewusst wieder ein und aus. Atme nicht vergessen. Und wenn du magst und wenn du bereit bist, kannst du einfach mal versuchen, dein inneres Kind zu rufen, ob es sich zeigen mag, ob es dich besuchen mag,
auf dieser Seelenwiese. Hab keine Erwartung, lass es einfach geschehen. Beobachte einfach, was in dir geschieht und was im Außen geschieht. Es kann sein, dass sich das Kind irgendwo nur versteckt auf dieser Wiese. Vielleicht hat es noch gar kein so ein Vertrauen zu dir, weil ihr kennt euch ja auch vielleicht noch gar nicht wirklich. Beobachte einfach und signalisiere einfach deinem inneren Kind: Ich bin da für dich. Ab jetzt bin ich da für dich. Auch wenn ich vielleicht selber noch unsicher bin, wie ich mit dir umgehen soll, signalisiere einfach diese Botschaft: Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte da sein für dich. Vielleicht ist beim einen oder anderen bei euch, kommt das innere Kind schon näher, zeigt sich. Vielleicht können manche von euch auch dieses innere Kind schon in die Arme schließen. Ist eine Vertrautheit schon da, weil ihr schon viel euch damit beschäftigt habt. Aber bei anderen kann es sein, dass das Kind noch ganz scheu ist und sich versteckt. Lasst es zu, es ist alles in Ordnung. Einfach eine kleine Kontaktaufnahme zu diesem inneren Kind. Schau einfach, was passiert, beobachte. Es ist kein Druck, es ist kein Muss. Einfach nur ein Beobachten. Atme. Schau dich um auf deiner Wiese. Du kannst vielleicht zu dem Kind irgendwas sagen oder ihm zurufen. Wenn das Kind näher kommt, kannst du auch die Hände ausstrecken und sagen: Ich würde dich gerne kennenlernen. Was auch immer geschieht, alles ist gut. Lass es einfach geschehen, welche Bilder in dir auftauchen. Nimm auch immer mal wieder die Aufmerksamkeit weg von diesem inneren Kind. Schau dich um. Geh ein bisschen rum. Schau dir die Gegend an. Vielleicht folgt dir das Kind zögerlich. Vielleicht ist es schon an deiner Seite. Vielleicht ist es schon an deiner Hand. Einfach beobachten. Alles ist gut, so wie es im Moment ist. Lass es einfach geschehen. Und du kannst jederzeit, wenn es dir unwohl wird, durch ein paar tiefe Ein- und Ausatmzüge aus dieser Reise aussteigen. Es ist keine Gefahr für dich. Schau einfach, ob Tiere sind in der Nähe. Ob Vögel da sind, was du hörst. Schau dich einfach um auf deiner Seelenwiese. Du musst nichts verändern, nichts gestalten. Einfach umschauen und beobachten. Und dann nimm all diese Eindrücke, diese Gerüche, das, was du gehört hast,
alles, was du erlebt hast, wenn es angenehm war, in dein Herz auf. Du darfst es mitnehmen in dein Alltagsbewusstsein. Und dann atme nochmal tief ein und aus. Ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Und dann kommst du langsam wieder hier zurück ins Hier und Jetzt. Ganz langsam wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Streck dich, schüttel die Hände, die Arme, die Beine. Lass dir Zeit. Komm ganz langsam wieder im Hier und Jetzt an. Wenn du magst, kannst du das, was du gesehen hast, aufschreiben oder zeichnen. Es dadurch ein bisschen festhalten. Oder auch die Begegnung, wie dein inneres Kind sich dargestellt hat. Ob du was wahrgenommen hast, ob du was gesehen hast, ob es sich schon gezeigt hat. Alles ist in Ordnung. Und dann atme noch mal einmal tief ein und aus. Und dann bist du wieder ganz im Hier und Jetzt.